Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet, heute zu einem neuen Video und zwar zu einer neuen Verbrauchstestfahrt mit dem Ford Puma. Unter der Haube haben wir den stärksten Antrieb, den Ford für den Puma derzeit im Angebot hat, den 1 Liter Dreizylinder EcoBoost mit 48 Volt Mildhybrid-System. 155 PS und 245 Newtonmeter leistet das Aggregat. Wir wollen heute herausfinden, was verbraucht der Ford Puma mit diesem Mildhybrid-System im Alltag. Heißt, wir schicken ihn jetzt auf eine Verbrauchsrunde. 10% Stadtverkehr, 50% Überland, 40% Autobahn und Maximum auf der Autobahn fahren wir ihn mit 140 Stundenkilometer, da wir hier ein Alltagsfahrzeug haben. Und aus dem Hintergrund würde ich jetzt mal sagen, starten wir damit. Ihr schaut euch das Auto an und ich fahre tanken. Viel Spaß! So, jetzt sind wir tanken. Wir resetten erst einmal die Bordcomputers, dass hier auch alles wunderbar angezeigt wird. So, jetzt dann setzen wir hier alles nochmal durch. Den Durchschnittsverbrauch, dann den neuesten Bordcomputer. Jetzt haben wir alles durchgesetzt. So, und jetzt geht's raus zum Tanken. So, wir hängen den Rüssel rein. Zack, super E10, nicht, dass uns Ford hier beschissen hat. So, läuft. 1, 2, 3. So, wunderbar, ging doch noch ein bisschen was rein. So. Dann gehe ich jetzt zahlen und wir legen los. Wir sind an der Zapfsäule angekommen, schauen, was wir
verbrauchen. 5,8 Liter stehen hier auf dem Bordcomputer und zwar mit 106 Kilometern sind wir gefahren. Jetzt geht's raus und wir schauen, was die Tankung macht. Schauen wir ran. Tankdeckel auf. Rüssel rein. Und laufen lassen. Eins, zwei, drei. So. Und so sieht's aus. Wunderbar. Ich gehe rein, zahlen und wir sehen uns gleich zum Fazit. Der 1 Liter Dreizylinder EcoBoost Hybrid im Ford Puma ist abgeschaltet. Das 48 Volt Bordsystem hat jetzt auch Feierabend. Was hat es am Ende gebracht? Schauen wir auf unsere Abrechnung. Wir haben 5,6 Liter als angegebenen Werksverbrauch. 5,8 Liter hat uns der Bordcomputer ausgespuckt und 5,7 Liter war dann tatsächlich die Tankung. Ich würde sagen, wir liegen genau auf Werksverbrauch. Das ist mit den ganzen Toleranzen, die man jetzt noch ausrechnen könnte, würde ich sagen, ist das einwandfrei. Mir gefällt der Ford Puma sehr, sehr gut. Das Review zum Ford Puma ausführlich, das findet ihr in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich verlinke es euch oben rechts noch einmal. Da könnt ihr euch dann den Ford Puma nochmal im Detail anschauen. Kleines Gesamtfazit zum Ford Puma. Mir gefällt er sehr gut. Ich finde das Styling sehr hübsch. Gerade so mit dem ST-Line hat das durchaus richtig was Schönes, Sportliches. Auch diese LED-Rücklichter, die Frontlichter, die mir da sehr gut gefallen. Die Platzverhältnisse sind erstaunlich gut für so ein kompaktes, kleines Crossover-Modell. Und beim Preis, gut, wir liegen hier bei rund 32.000 Euro, so wie der Wagen hier steht. Das ist natürlich eine Hausnummer, aber 155 PS sind schon ganz gut. Der Motor boostet wunderbar mit dem Mild-Hybrid-System von unten heraus. Er wirkt kraftvoll, er wirkt fast wie ein 2-Liter-Aggregat. Zudem, Verbrauch ist in Ordnung für meine Begriffe. Einzig, was ich schade finde, wenn er den einen Zylinder noch abschaltet, zur Zylinderabschaltung, man dann sachte beschleunigt, hat man immer eine Unruhe noch so ein bisschen drin, bis der dritte Zylinder zugeschaltet ist. Da könnte Ford vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern. Ich hoffe, ich habe nicht nachzubessern bei dem Videoformat, aber schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, was ihr zum Ford Puma sagt, was ihr zum Verbrauch vom Ford Puma sagt, was ihr zu dem Video sagt. Lasst uns jetzt ein bisschen diskutieren. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gerne das Video zu teilen und zu liken. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Sag vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und Servus, euer Ubi.